Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Standard Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit unserem neuen Gefährt. Ich habe mir ein neues Dingens gekauft, sage ich mal, eine Volvo. Wie ihr hier schon sehen könnt, ein Volvo 750. Ja, da seht ihr das so leicht. Der ist ein bisschen anders. Ich bin natürlich wieder auf Truckers MP. Das sieht man hier ran. Ja, und auch hier an diesem Chat. Ja, und das hier geht. Ja, doch, das geht hier auch. Moin, moin. So, ich hoffe mal, die haben mich jetzt nicht gehört. So, auf jeden Fall kann man hier auch hier unter anderem die Lichter sehen, ne? Also hier, ich habe ein bisschen Beleuchtung, sage ich mal. Und die Hupe, die darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, das ist das schicke Teil. Ist natürlich ein Volvo 750. Wenn ihr Ideen habt, was ich hier noch so dran machen könnte, dann schreibt es mal gerne in den Kommentaren. Oder vielleicht habt ihr auch eine andere Idee, welchen ich fahren kann, welchen, ja, Dings. Ihr seht auch hier, es hat ein Head-Up-Display. Hier, ne, hier da oben links. Ja, ich habe hier auch einen Karton, ein bisschen hier Dekoration reingepackt. Ein bisschen mehr hier alles so gemacht, wie dass das cooler aussieht. Bitte nicht gegen die Laterne. Nein, nicht gegen die Laterne. So, wir müssen jetzt erstmal hier zu diesem Auftragdingens hinfahren. Muss mal hier kurz gucken, wo der ist tatsächlich. Aha, da ist er doch. So, wir müssen auf jeden Fall hier erstmal nach rechts. So. Und auf geht die vor. Beziehungsweise noch nicht. Wir sind natürlich wieder in Hamburg, wie ihr hier sehen könnt. Da, wo ich bald hinziehen werde. Was heißt bald? Dauert noch ein paar Jahre. So. Wir sind auf Fahrt, liebe Leute von heute. So. Fahren wir hier mal rein in diese gute Stube hier in den Hafen. Hier sind sogar zwei andere Leute. Seht ihr die? Hier, da steht sogar einer. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier für Aufträge haben. Oha, der ist ja voll riesig hier. Nehmen wir doch direkt den hier nach Bremen. 93 Kilometer. Ich hoffe mal, das schaffen wir hier in diesem Video. Es ist schon ein großes Gefährt, wie was ihr hier sehen könnt. So, mal sehen, wie ich das hier mit diesem großen Ding schaffe. Ich muss jetzt schon leider rückwärts fahren. Aber ich bin geübter Rückwärtsfahrer. Seht ihr, wie gut ich das hier mache? Also, Leute, wenn ihr einen Rückfahrer braucht für eine LKW, dann schreibt mir. Los. Denn ich bin sehr gut darin. So. German Mike-93. So, wir fangen los. Also es ist natürlich hier wieder Mittagszeit, weswegen hier nicht so viele online sein werden. Also falls ihr, also wundert euch nicht, wenn ihr hier wieder keine Menschen seht. Boah, ist das aber auch ein dicker Klopper hier. Seht ihr, wie lang dieses Teil ist? Schon ein geiles Gefährt hier. Okay. So. Zack. So. Wir dürfen 50 fahren. Boah, ich liebe dieses Head-Up-Display jetzt schon. Normalerweise bräuchte ich diese Anzeige hier unten gar nicht mehr. Aber ich lasse sie trotzdem drin. Weil man erkennt das nicht so ganz hier. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Wir müssen ja jetzt einen größeren Wendekreis nehmen. Ich wünsche eine gute Fahrt. Ein KWN. Achso, jetzt hat er das nochmal in Niederlande. Biege nach rechts ab. Geschrieben. Oh. Oha, das wird knapp. Boah, ist das knapp gewesen. So, wir sind noch an der City, weswegen wir nicht so schnell fahren dürfen. Aber es macht nichts. So. Wir halten uns hier natürlich auch an den Regeln. Er ist gelb. Also gelb, da darf ich natürlich noch drüber fahren. Sorry, Leute, es leckt mal wieder ein bisschen. Das Ding ist, ich muss leider zwei Spuren nehmen. Darf man als LKW-Fahrer eigentlich zwei Spuren nehmen? Ich weiß es gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, in der Baustelle darfst du das.
Also wenn praktisch deine Breite so breit ist, also wenn dein Auflieger oder was weiß ich, was du gerade auf dem LKW hast, wenn es zu breit ist, dann darfst du, glaube ich, sogar tatsächlich ein bisschen auf der anderen Spur fahren. Das heißt, die Autofahrer können dann dementsprechend nicht vorbeifahren, aber dann müssen sie halt mal ein bisschen aufpassen. Also, was wollen die eigentlich so, ne? Ja, aber als also LKW-Fahrer ist echt schon anstrengend. Also kann anstrengend sein, ne? Vor allen Dingen die Touren, die halt Fernverkehr sind. Also wenn ihr jetzt wirklich so Touren habt, wo ihr eine Woche fährt, also mein Onkel macht das. Er fährt praktisch eine Woche lang nur LKW von Montag bis Freitag. Samstag kommt er, glaube ich, wieder mit dem Dingen. Also der ist praktisch, der schläft praktisch auch im LKW. So will ich das Rechts halten nennen. und dann rechts abbiegen. So. Ist rot, dann müssen wir natürlich halten. Biege nach rechts ab. Zack. In der Zeit esse ich mal hier ein bisschen meinen Toast, weil ich habe ein bisschen Hunger, Leute. Und ich habe sonst keine Zeit, das hier zu essen. Ja, also, Entschuldigung. Aber ich muss wirklich sagen, das ist ein sehr geiles Toast. Für die Leute, die sich jetzt fragen, was ich esse, Butter mit Kräutersalz. So, begrüßen hier. Zack. So. Perfekt. Dann habe ich mir hier auch noch einen Joghurt bereitgestellt. Der ist auch sehr gut. Ja. Immer geradeaus. So. 115 Liter haben wir noch im Tank. Normalerweise noch reichen eigentlich. Und diese Kurven hier, die hasse ich immer so. Aber egal. Ich glaube, auf einer Autobahn müssen wir drauf. Ja gut, ich sehe jetzt hier keine Autobahn. Kann auch sein, dass wir nicht drauf müssen. Naja. Links halten und dann links abbiegen. So. Fahren wir hier mal an. Biege nach links ab. Zack. Okay. 100 habe ich hier fahren. Nee, ich darf nur 80 fahren. Freue ich mich, dass ich 100 fahren darf. Wir blinken mal, weil wir nach rechts abbiegen. Aus Nettigkeit machen wir das. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts Also wir sind gefühlt nehmen. nur eine Sekunde auf der Autobahn und fahren jetzt wieder runter, aber das ist keine Ausfahrt. Nimm die Ausfahrt rechts. Doch, ist eine Ausfahrt. So, jetzt können wir auch ein bisschen Gas geben. LKWs dürfen nicht überholt werden, oder was? Was ein Wunder. So. 71 Kilometer noch. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Mann, ich will doch jetzt nicht die ganze Zeit hier rechts abbiegen, ey. Biege nach rechts ab. So, wieder hier rechts rein. Ich muss wirklich sagen, LKW-Fahren macht echt Spaß. Also im Real Life. Also wenn ich das jetzt im Real Life machen würde. So. Grüßt er mich? Aber ich begrüße hier die Leute. Ich habe ja auch noch eine andere Route. Hört ihr die? So ganz leise, ne? Wenn ich die jetzt mache. Na gut, man kann beide hören. Ne? Ich weiß nicht, warum ich zwei. Also, was ist denn hier los? Seht ihr das hier links? Alles klar. Hier sind 1 Million Leute. Haha.
Junge, was ist hier denn los für ein Konvoi? Das geht ja, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Mann, Mann, Mann. Mann, die grüßen aber auch nicht. Da geht's weiter. Rechts halten. Dann auswärts rechts nehmen. Wie ist der hier? Du kannst einfach alleine rumfahren. Nehmen die auswärts rechts. Demnächst rechts abbiegen. Na, sowas habe ich hier echt noch nicht gesehen. So ein Riesenkonvoi. Aber feier ich. Ist auf jeden Fall geil. Weißt du was? Wir fahren jetzt ja mal über Rot, ganz ehrlich. Autos gibt es hier irgendwie anscheinend nicht mehr. Ja, ich weiß, warum hier keine Autos gibt. Aber trotzdem. Einfach drüber. Nichts passiert. Alles im grünen Bereich hier. So. Noch 9 Kilometer? Dann sind wir ja schon da, ey. Was? Uah! Was gegen die Dings gehauen? Immer geradeaus. So. Jetzt dürfen wir nur 50 fahren. Warum fahre ich trotzdem schneller? Ah, jetzt kann ich nicht mehr schneller fahren, weil ich in City bin. Manche Menschen würden jetzt einfach den Kreisverkehr anders nehmen. Aber, weil ich ja ein sehr netter Mensch bin, ich fahre den Kreisverkehr. Nimm diese Ausfahrt. So. Mal, es wurde sogar jetzt noch grün. Weg. Biege nach rechts ab. Oh, hier ist sogar jemand. Wie soll ich denn jetzt hier rumkommen? Also sag mal, das packt doch auch langsam hier. Endlich. Ich komme hier nicht rum. Wir sind da. Ah, doch, ich bin rumgekommen. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videoshow verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Hau rein, du Alessandro. Ciao, ciao. Feeling the show.